Hallo Leute und herzlich willkommen zum Anfang vom Ende. Oder auch in Kurzform Kapitel 8. Dem letzten Kapitel von Mother 3. Das ist eine Limousine. Okay. Wie kommt die hier hin? Meister Kommi, ja? Unser großer Anführer, neuer König der gesamten Welt, Meister Porky, lädt euch alle ein in die größte Stadt in der Welt, New Pork City. Ich werde euch in dieser Stretch-Limousine hinfahren, also bitte tretet hinein. Okay. Oh mein Gott, du hättest das nicht länger herauszögern können. Natürlich muss ich den ganzen Weg drumherum laufen. Danke, dass du das auch ansprichst. Oh mein Gott. Willst du nicht einfach vorne einsteigen und rüberrutschen können oder so? Naja. Okay, ja, es fliegt. Macht Sinn. Ja, nein. Eigentlich nein, aber okay. Ohne Scheiß, wenn das der Vordersitz ist, hättest du auch einfach auf der Seite einsteigen können. Was denkst du? Es ist geräumiger drin, als es von außen den Einschein hat. Würdest du nicht zustimmen? Wir werden bald in New Pork City ankommen, also relax und genießt euch, genießt die Fahrt und so. Eine Bühne. Sieht aus, als könnte man ein Lied von da singen, aber kann sich mal draufklettern. Erwachsenengetränke sind da. Scharf, bitter, ekliges Gift, also Kinder können es nicht trinken. Oh, warte, Erwachsene können es natürlich auch nicht trinken. Ein Tabletop-Game. Sieht aus, als könnte man damit spielen, aber du kannst es nicht. 9er Billard. Die Taschen wurden designt, um relativ groß zu sein. Sieht aus, als könntest du damit spielen, kannst du aber nicht. Oder sogar. Kein Problem, Dude. Okay. Blackjack-Tisch. Das ist aber kein spielbarer Blackjack-Tisch. Einer von diesen berühmten Champagnertürmen. Obwohl, wenn du näher dran gehst, ist es nur ein Gemälde. Okay. Ja. Ist ja. Ist ja voll schön hier und so, aber nicht viel los, wa? Würdest du dich gerne in den Beifahrersitz setzen? Ja. Ah. Meister Kommi. Seid ihr das erste Mal in New Pork City? Es ist ein ziemlich anderer Ort als Tasmilli, also glaube ich, dass ihr es eher überraschend finden werdet. Großes fluffiges Sofa, du kannst dich darauf ausruhen. Na gut. Was ist dieses Gefühl? Waren die Dinger am Vibrieren oder was? Bin mir nicht ganz sicher, was ich gerade tun muss, damit das hier voranschreitet, aber gut. Ja, da ist es. Sag Hallo zu New Pork City.
sind das Stacheln, die aus dem Gebäude da kommen. Das ist zufällig die Stadt, in der Bowser lebt. Was ist das? Oh, Drachenfiguren. Drachenfiguren sind allerdings wieder ziemlich cool. Ist das ein eigener Vergnügungspark? Ist das ein Maulwurfsgrill? Warum? Kapitel 8. Alle Dinge. Man hätte meinen können, das wäre ein Helikopterlandeplatz, aber nein, nein, es ist ein Landeplatz für eine Limousine, macht Sinn. Oder auch nicht. Nun, wir sind endlich angekommen. Bitte passt auf, während ihr aus dem Auto aussteigt. Ihr habt nichts vergessen, oder? Hund da, Prinzessin da, Typ da, ich da, passt. Da dies hier euer erstes Mal hier ist, gebe ich euch diese Karte zur Stadt, sodass ihr euch nicht verirrt. Stadtkarte halten. Nun dann, Meister Kommi, ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder mit einem mit einem anderen Blick. Aussehen. Oh, er fliegt direkt wieder ab. Tatsache. Okay. Leb wohl. Aha. Naja, de facto ist das tatsächlich jetzt die letzte Karte, die wir jemand sehen werden. Ich weiß, Mann, ich weiß alles über dich. Du bist hier, um New Park City zu zerstören, nicht wahr? Na, so würde ich das jetzt nicht unbedingt sagen. Du bist frei in dieser Stadt. Meister Porky hat dir die Freiheit gegeben. Jeder kam in die Stadt, also konnte ich auch nicht alleine zu Hause bleiben. Ich hätte gedacht, dass irgendwas hier auf mich warten wird, aber ich weiß nicht. Bin mir nicht wirklich sicher. Fühlst du dich auch so, Kommi? Oh, Kommi. Was bist du mir hergefolgt, um meine leicht unsauberen und nicht sehr leckeren Kekse zu bekommen, weil ich habe keine mehr davon. Hast du es vergessen? Ich mach dieses Spiel dir platt, also red doch nicht mit mir. Hall. Versuch ja nicht, dich in mich reinzurammen. Ah. Ah, ich hab dir gesagt, dass du nicht in mich reinrennen sollst. Mann, dieses Areal ist ätzend. Nein, ich bin's nicht. Es ist das Areal. Okay. Oh, hallo da, Kommi. Ich hab gerade über alte Zeiten mit Isaac geredet. Er ist ein wichtiger Typ heutzutage, weißt du? Ich weiß nicht, ob sich alle hier versammeln in der Stadt oder ob sie gesammelt werden. Aber wenn du hier bist, Kommi, heißt es, dass wirklich alle hier sind. Kommi, du bist der hochgeschätzte Gast, vom den Meister Porky gesucht hat? Ich bin's, Isaac. Ich bin jetzt einer der hohen Leute hier. Aber Kommi, ich wusste nicht, dass du jemand Spezielles bist. Wenn du irgendetwas machst, um dich gegen Meister Porky aufzulehnen, dann werden wir Feinde sein. Aha. Meine Nachforschung zu urteilen, haben Stinkkäfer ein unglaublich gutes Erinnerungsvermögen. Ich würde sie gerne studieren, um mehr herauszufinden, aber sie sind so stinkig. Anscheinend ist da so eine Art stinkender, riechender Käfer im Theater. Vielleicht sollte ich einfach meine Ladung auf bei dem Eiscreme-Verkäufer abgeben. Na gut, du bist auch hier, Kommi. Ich schätze mal, alle von Disney sind jetzt hier. Alle. Suchst du nach etwas? Ist das Theater der beste Ort dafür? Okay. Kann ich dir mit irgendwas helfen? Falscher Schläger? Falsche Bratpfanne? Roter Hut? Engelsschleife. Die Schleife eines Engels. Okay. Man muss
muss nichts bezahlen, um ins Theater zu gehen. Wir zeigen ein wundervolles Abenteuer, einen wundervollen Abenteuerfilm. Persönlich ausgesucht von Meister Porky selbst, aber anscheinend hat sich ein Stinkkäfer reingeschlichen und stinkt den Ort voll. Ich hasse es, diese Dinger zu töten. Dann töte ihn noch einfach nicht. Der Anführer von euch ist an. Der Anführer von uns? Ist eingesperrt in einem Apartmentgebäude im Untergrund, ne? Du weißt nichts von irgendeinem Anführer? Aber deinen Anführer will ich sehen. Und hier bin ich. Riskier alles dafür, dir das zu sagen. Und du kennst den Typen nicht mal? Ja. Ich verstehe, also ihr kennt ihn wirklich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht solltet ihr ihn einfach treffen, ohne zu wissen, wer er ist oder so. Er will euch jedenfalls treffen. Gerüchte besagen, dass wo auch immer ihr Typen hingeht, folgen Erdbeben. Und so ein Zeug. Was in der Welt tut ihr eigentlich? Stinkkäfer stinken den Platz hier voll, wo auch immer sie hingehen. Weißt du, wie diese Sitze? Manche von ihnen riechen echt schlecht. Auf den ersten Blick scheint der Projektionist, sagt man das so? Ein alter Mann zu sein, aber er ist eigentlich eine Figur aus Zeugs gemacht. Er ist gut dargestellt. Auch er ist einfach nur eine Figur. Du hast das Gefühl, du hättest ihn schon mal gesehen. Ach, da stimmt, mit dir hab ich schon geredet, Chopsy. Wow, das Loch in dem Lautsprecher führt direkt in den Abwasserkanal. Absolut unglaublich. Deswegen stinkt das Theater so sehr. Es scheint sogar so, dass die Stinkkäfer aus diesem Loch kommen, wie sie wollen. Solltest die Filme nicht von so nah ansehen, das ist nicht gut für die Augen. Ein Stinkkäfer, ja, ich habe vorhin einen gesehen, wo könnte er nur hin sein? Manche Leute sagen, dass wenn du ein bisschen von den Stinkkäfern riechst, dass dein Erinnerungsvermögen besser wird. Wenn das wahr ist, würde ich an einen riechen. Ohne nochmal drüber nachzudenken. Okay. Das Loch scheint in die Kanalisation zu führen. Es wäre wahrscheinlich schwierig, um Leute da reinzukriegen. Passen da nicht rein, so bläh. Die einzigen, die im Theater rumrennen dürfen, sind die Stars auf dem Bildschirm. Entschuldigung. Dieses Areal stinkt. Ah. Oh Moment, du warst doch gerade noch nicht da, oder? Meine Enkeltochter ist immer an meiner Seite, ich bin so dankbar. Ich liebe sie mehr als meine Tochter. Großmutter wollte wirklich Tasmini nicht verlassen, aber alle anderen sind hergekommen, also... Ja, also was will man machen, ne? Okay. In der Kanalisation kommen wir gerade nicht. Laufen, stoppen, schlafen, schreien, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Außer in einem Kinorennen. Willkommen, ich hätte von Meister Porky, dass ihr herkommen würdet. Er sagt, ihr seid relativ stark. Also so oder so. Du kannst hingehen, wo du willst, außer von der 100. Ebene des Empire Porky Gebäudes. Um genau zu sein, sieh dir einfach mal alles an. Sie sagen, dass die DCMCs ein Konzert hier haben werden. Ich schätze, die Stadt ist doch gar nicht so schlecht. Junge, New Pork City macht überhaupt keinen Sinn. Ich kann nicht sagen, ob es kinderartig ist, gruselig, eklig, blitzend oder was auch immer. Oh, von hier komme ich nirgendwo hin. Doch, komme ich. Okay, das sah irgendwie so aus, als könnte ich da nicht drüber laufen. Was zum Teufel ist das hier? Anscheinend ist diese Statue von Meister Porky nicht nur etwas, was man sich anguckt. Um genau zu sein, es ist der heilige Beschützer dieser Stadt. Ich hörte auch, dass ein paar Idioten versucht haben, mit ihm zu kämpfen und sich schwer verletzt haben. Okay. Ich meine, ich weiß, worum es da geht. Ich weiß nur nicht, ob wir es jetzt schon machen können. Ich verkaufe gefährliches Zeug. Willst du was davon? Wir bräuchten das Ding da.
ist die Frage, ob ich einfach was dafür verkaufen könnte. Der kam weg, der ist nicht wichtig. Jetzt muss ich nochmal zum Vorschritt, darum geht's. Ja, Moment. 1200 noch. Ich fürchte aber, ich muss zum Vorschritt. Wir brauchen 3000. Also ich würde zumindest eine dieser Bomben im Gepäck haben. Dann können wir nämlich rein theoretisch den optionalen Boss auch herausfordern. Damit keiner sagen kann, ich hätte nicht alles gemacht. Wobei, ich weiß nicht, wie viele meiner Zuschauer jetzt das Spiel selber kennen. Von daher ist das gar nicht mal so wichtig. Aber ja, wir kaufen eine von diesen Bomben. Damit ich nie wieder in der Limousine fahren muss. Der klügste, mutigste und toughste Dicke von allen Zeiten. Hier steht die Statue unseres großen Anführers Meister Porky. Bin der Meinung, ich kann es auch noch nicht. Aber hey, die Bombe können wir trotzdem schon mal haben. Das ist halt das Problem. Dann wohl definitiv später. Okay. Dann gucken wir uns mal die obere Hälfte an. Ist noch ein Frosch. So viele Frösche. Sehe ich aus wie ein Einsiedlerkrebs. Oh, komm, wir üben gerade nur unsere Comedy-Routine. Hier kannst du halt deine alten Freunde wieder sehen. Ich glaube, der Wald und die Stadt sind jetzt leer. Ich frage mich, was mit ihnen passieren wird. Tja. Ich gehe dahin, wo Abbott hingeht. Selbst wenn die Welt eine 4-Kapitel-Geschichte ist, würde ich all diese 4 Kapitel mit ihm verbringen. Wenn ich, sagen wir mal, mein Leben mit einer Geschichte darstellen müsste, würde ich sagen, wir sind am Anfang von dem 15. von 16 Kapiteln. Okay. Ich bin schon so lange nicht mehr mit Matt ausgegangen, das bringt wirklich Erinnerungen zurück. Aha. Ich hörte, dass du gemeine Sachen über mich sagst, so dass ich ein Betrunkener bin und ein Trunkenbold. Was sagst du jetzt? Ich bin nur ein mittelalter Typ mit Schluck auf. Aha. Diese Stadt hat einen echten kindlichen Vibe, ja. Ah, du bist auch hier, Kommi. Ich würde gerne Meister Porky irgendwann mal treffen. Er ist die Person, die das hier alles gebaut hat. Jeder hat mich überzeugt, hierher zu kommen, aber mir wird hier eher schwindelig. Ich bin ihr Freund, Thomas Jefferson. Ich bin Kidbruder Pincho. Ich bin Pancho. Ich bin eine kaputte Slotmaschine. Aber die Sanchez-Brüder und ihr Freund ist ein sehr lustiges Trio. Sie werden dich glücklich machen. Willst du einen DP reinpacken? Was mehr oder minder auch daran liegt, weil ich keine habe. Es ist ein Karussell mit Schwein. Anscheinend sind all die Kellnerinnen von dem Restaurant da drüben Roboter, die aussehen wie die Mutter von jemand sehr Wichtigen. Das ist das große Stadtleben, oder? Ist das irgendwie, fühlt sich nicht so an. Ah, dieses artistische Strahlen habe ich noch nie gesehen. Die The Lioness sprüht daraus fort, die Maskenness und diese Nasenhaarness und das Arch. What? Donna liebt Kunst. Das freut mich für sie. Aber hi da, Kommi. Ich habe einfach nur Geschäfte mit dem Kleinen hier gemacht. Ich weiß nur nicht, was ich tun soll. Könntest du ihn darum bitten, einen Partner mit uns
Maulwurfsgrillen zu werden. Was soll ich nur tun? Ja, werd Partner. Also scheinbar kann ich ihnen trotzdem nicht sagen, ja, wer hat einen Partner, sondern nix. Diese Stadt füllt sich immer mit immer mehr Leuten. Aber dieser Laden ist so leer wie immer. Kaputt, kaputt, ich bin so kaputt. Ja, ich glaube, es ist ein Mistkäfer. Nichts schlimm daran, ein bisschen wählerisch zu sein. Nimm das, was du immer essen willst. Das weißt du was? Die Leute passt nicht in diesen Laden. Hier hast du Essen. Ein dickes, saftiges Steak. Oh yeah. Dieser Laden ist voll mit hübschen Mädchen. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin ein Roboter. Wirklich. Also... Die sehen alle aus wie Porkys Mutti. Okay. Das ist ein WC. Die Tür, an die du klopfst, führt zum WC. Was wollt ihr im WC? Oder Badezimmer. Naja, ihr wisst schon. Aber du bist immer so nett. Hey Paul, die sagen, da ist ein Park da oben. Lass uns losgehen. Hilfe. Die Stadt ist groß und macht keinen Sinn. In der Tat. Na, dann gucken wir uns mal das Gebäude noch an, wenn wir schon dabei sind. Das ist das Empire Porky Building. Hauptquartier der Porky Corporation. Mag es ja nichts, irgendwas mit deinen dreckigen, klebrigen Fingern anzufassen, wenn du so nett wärst. Also ihr seid diejenigen, die... Nein, 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 das ist überhaupt nichts. Achtet gar nicht auf mich. Oh. Kann ich mit dir wenigstens was kaufen? Beziehungsweise... Ja, das ist nichts Sinnvolles, aber abgesehen davon. Na, das Spray vielleicht, aber naja. Das ist... Ja, das kennen wir schon, das wissen wir. Oh, selbst ihr seid hier angekommen. Bitte, macht keine Probleme für uns. Ihr seid auch endlich angekommen. Sucht Ma immer noch nach seinem Sohn. Wenn er für ernsthafte Hilfe zu mir gekommen wäre, hätten wir ihn vielleicht finden können. Er ist schon ein merkwürdiger Typ, dieser Vater von dir. Nicht sehr nett. Oh well. Was wir... hier in New Pork City noch alles so finden werden. Das sehen wir dann tatsächlich auch erst beim nächsten Mal, weil das Video schon wieder viel zu lang ist. In Anführungszeichen. Ich bin gespannt. Ich erinnere mich düster, aber nicht wirklich viel. Bis zum nächsten Mal.